Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. An meiner Seite der großartige Alpha Schief. Wir sind wieder bei E3 Pressekonferenzen, Podcasten. Was auch immer. Eigentlich Prinzip wäre jetzt hier für die, also ihr seht jetzt gleich PlayStation und dann seht ihr Ubisoft und dann seht ihr gleich Nintendo in unserer Reihenfolge. Ich weiß, jetzt wird irgendeiner sagen, Moment, Ubisoft war zuerst dran. Schnauze, wissen wir. So. Genau, haha, und das ist auch ein guter Übergang, denn es fängt damit an, das fand ich ganz putzig, es gibt ein Mario und Rabbit zusammen Game. Das sah gut aus. Das sah echt gut aus, es ist auch ein bisschen so, wie soll man sagen, so ein Stealth Fun-Shooter, also wo man so ein Spielfeld hat und da muss man halt versuchen, die Leute mit irgendwie, mit Cover und so irgendwie, und natürlich irgendwie mit irgendwelchen Spaßwaffen abzuknallen, und natürlich der Rabbit-Humor ist unglaublich präsent. Also es gibt dann auch eine Rabbit Peach und so. Also total bescheuert. Dass Nintendo sowas mitmacht, ist eigentlich ein Wunder. Ja, hat mich ja gewundert. Say what, habe ich mir gedacht. Ja. Auf einmal sehe ich in dieser Konferenz mit dabei Shigeru Miyamoto. Genau. Ich so, hat sich eine Uhrzeit vertan oder vom Tag irgendwie? japanischen Tag gedacht oder so? Keine Ahnung. Ja, und dann kam auf einmal Mario Rabbids. Genau. Ich fand den Trailer so lustig. Also Rabbit Peach mit der echten Peach, so nach dem Motto, was bist du denn für eine Gefakte, ne? Ja, genau. Also die Rabbids. Ich würde es mir nicht holen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ich muss gucken. Also es kommt natürlich nur für die Switch. Ne? Mario Rabbids Kingdom Battle, wie es dann so schön heißen wird. Und ja, müssen wir mal gucken. Also wie gesagt, ich guck's mir an und dann entscheide ich mal. So, was haben wir als nächstes? Genau, bla 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 bla, genau. Rabbits. Just Dance. Ja, das kam gleich auch noch, mein Gott. Ja, dann kam, wie schon gesagt, wieder was Neues zu Assassin's Creed Origins, aber da wurde dann zum Schluss gesagt, okay, irgendwie eine halbe Stunde das Gameplay, seht ihr zum Schluss noch, da bin ich ganz ehrlich, da war ich schon am Pennen. Das habe ich dann nicht mehr gesehen, aber machen wir uns nichts vor, das Ding sieht gut aus. Ja, auf jeden Fall, aber wenn es ein AC ist, wie wir es eigentlich beide mögen und nicht wie Syndicate oder Unity. Das musste jetzt nicht unbedingt. Das sind die einzigen beiden Games, die ich nicht zu Ende gezockt habe. Sonst habe ich Assassin's Creed zu Ende gezockt. Ja, warum wohl? Komisch, ne? Ja. Ja, jetzt kommt, genau, wieder dementsprechend hier, genau, da ging es weiter mit AC, genau, dann kam The Crew 2. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Game unbedingt haben muss. Das Einzige interessant ist, irgendwie kann man jetzt alles fahren. Von Rennbooten über Straßenwagen, Rennautos, irgendwie. Ich bin ganz ehrlich, so geil fand ich The Crew 1 überhaupt nicht, wenn ich mich dran erinnere. Ich fand das eigentlich, glaube ich, als, ich weiß nicht, ob du das irgendwie länger gezockt hast, aber ich glaube, das hat mich gar nicht umgehauen. Ich glaube, das war sogar bei irgendeiner Konsole, hatte ich das als Launch-Titel. Und ich fand das nicht geil. Also, wirklich nicht. Ja, genau. Ja, egal, auf jeden Fall sah der Trailer geil aus. Ja. Hatte, wenn man auch wieder ein bisschen was sehr, sehr GTA-lastig, so was die Autos wechseln und so angeht, aber ja, das kommt erst 2018, wer weiß, wie es dann wieder aussieht. Stimmt. So, dann kommt South Park mit dem tollen Supertitel Direktakuläre Zerreißprobe. Allein der deutsche Titel ist so geil. Kommt am 17.10.2017 raus, ist diesmal die Superheldenabteilung. Richtig. Und ist definitiv ein Pflichtkauf, brauchen wir gar nicht davon auszugehen. Ja, nur für mich nicht. Nein? Nein. Ich finde, okay, es ist bei mir Meckern im höchsten Niveau, gebe ich aber auch zu. Aber der erste Teil, das erste Game war richtig geil, ne? Sag ich ja gar nicht. Um Gottes Willen, Gameplay war super, South Park Humor, alles super. Aber ich bin einfach zu sehr in diese deutsche Synchro verliebt. Das war auch bei diesem Family Guy Spiel. Ich bin zu sehr in diesem Synchro verliebt. Ich finde die toll. Schade, dass man die deutschen Cast nicht holen konnte oder nicht wollte. Aber das geschnittene Kacke ging mir am Keks. Ja. So, deswegen sage ich so von vornherein, nee, hole ich nicht. Weil es mir dann im Herzen wehtut, weil ich ja mit South Park aufgewachsen bin ich ganz ehrlich. Nee. Egal wie gut das ist. Aber es soll wirklich nicht heißen, ich mag das Spiel nicht und ich habe keine Ahnung, um Gottes Willen. Ich habe mir das LP angeguckt, das Game ist geil, aber selber tut's weh. Naja, also ja, das ist zum Beispiel auch wieder ein Ding, wo ich sagen würde, das ist Kaufgrund für mich. Da können wir voraus. Ja, also ja, ich werde das Game mir holen, aber muss ich gucken. Ich werde es wahrscheinlich dann natürlich für den PC holen, weil da habe ich den ersten Teil auch darüber gehabt. Ja, dann kommt so ein Horror-Trailer, witzigerweise präsentiert von Elijah Wood, was ganz putzig war.
Transference, halt ein VR-Horror-Game. Also wissen wir ja, für welche Kiste das wohl rauskommt. Die Switch? Fast. Ja, dann kam, das haben sie sich auch ein bisschen länger gespart, das fand, ich glaube, da fing ich langsam an, müde zu werden. Skull and Bones, so ein Piraten-Game. Das bessere Thieves, auf jeden Fall, sagte ja, der gute Felix Rick. Aber, also wirklich, wirklich super war das jetzt nicht, oder? Also ich meine, ist ganz nett, aber ja, ja, wenn ich mir an Assassin's Creed Black Flag oder so, das war besser. Alter, das sind so geile Spiele. War eigentlich, wenn du willst, in letzter Zeit fast das beste Piraten-Game, was wir so hatten in letzter Zeit, ne? Ja, definitiv. Wenn ich mir denke, Black Flag war einfach genial. Ich mag Black Flag und hier Rogue. Das ist ja beides dasselbe Spiel im Prinzip. Ich bin da so verliebt in den beiden Titeln, ne? So mit dem Schiffkampf und hast nicht gesehen. Ja. Das war so geil. Habe ich sogar mehr durchgezockt als Unity, ne? Das glaube ich. Ja, dann kommt das Highlight, was du schon gespoilt hast, Just Dance 2018. Freue ich mich schon. Direkt safe. Pre-Order. Normal. Also, Collector's Edition. Ja gut, was sie gemacht haben, das muss man Ubisoft ja hoch anrechnen. Sie haben das schnell durchgezogen, weil sie hatten es schon mal wesentlich schlimmer. Also das heißt, ein Song dann einmal zu Jamiroquai, zu irgendeinem Song. Ich weiß nicht, ob das, glaub, den kann ich nicht. Also ich will natürlich die Collector's Edition mit, weil da ein Song mehr ist für 100 mit der Katy Perry. Das ist kein Gag, oder was? Das ist echt, oder was? Nein, das ist ein Gag. Ja, bring die nicht auf Ideen. So, ja. Hör mal, das ist kein Sims, ne? Ja, noch nicht. Ja, dann haben wir South Park fürs Handy. Phone Destroyer. Ja, warum nicht? Halt, ne? Passt. Das ist so, weiß ich auch nicht so wirklich. Okay. Ja, dann kam Starlink, Battle for Atlas. Was schön ist, es wird beschrieben als das No Man's Sky von Ubisoft. Ich hoffe nicht. Ich drücke euch da die Daumen. Weil auch No Man's Sky war ja im Grundsatz kein schlechtes Ding, auch vom Gameplay nicht und sowas. Und das, was es für Möglichkeiten hat. Aber das, was es alles können sollte, konnte es bis heute nicht. Und dann war es dann halt ein Flop, überraschenderweise. Ja, wie gesagt, wollen wir mal gucken. Ja, dann kam Steep. Das hatten sie, glaube ich, schon mal irgendwie. Letztes Jahr auf der Gamescom kann das doch, oder? Genau, irgendwie. Es ist jetzt die Erweiterung für Steep und jetzt haben wir irgendwie auch was mit Olympischen Spielen und Winterspiele und hast du nicht gesehen, willst du gar nicht haben. Mal gucken. Also, ja, so, und ich glaube, jetzt wird es, glaube ich, für mich ganz müde. Dann kam Far Cry 5. Ja, es ist ein Far Cry halt, ne? Far Cry kommt eigentlich immer gut an. Ja, aber hast du nur irgendwas gesehen, was dich jetzt umhaut? Also. Das ist halt Far Cry. Ich bin irgendwie nach dem letzten Teil hier Primal so ein bisschen eingepennt. Ja, ne? Also Primal hat mir am Anfang gut Spaß gemacht und dann ist ein guter Buchstütze auf jeden Fall. das Game ist nicht kacke, aber irgendwie. Ja, also Far Cry kann man zocken, aber böse gesprochen, hast du ein Far Cry gesehen? Hast du ein Far Cry gesehen? Ja, ich glaube, man muss echt die Reihe lieben, um am Ball zu bleiben. Das ja. Also ja, ich fand Far Cry 3 nicht schlecht, aber Far Cry 4 dachte ich mir, okay, das ist jetzt Far Cry 3 mit ein paar Optionen. Und bei Far Cry 5 denke ich auch, okay, das ist jetzt Far Cry 3 mit ein paar Optionen. Deswegen, also, naja, also. Also ich bin ehrlich, vor allem das Witzige, jetzt kommt der Witz dran, ich habe es nach gefühlten 28 Jahren das Ding wieder angemacht. Bin irgendwie eine Pampa und wusste nicht, was ich genau machen soll für eine Mission. Das glaube ich. Das glaube ich. Das ist super, wenn du wieder mal denkst, oh komm, lass mal wieder zocken. Dann guckst du da und dann denkst dir, was muss ich denn eigentlich nochmal machen? Und dann habe ich die Tastenbelegung vergessen, ne? Ja. Da dachte ich mir, eigentlich kann ich das wieder von vorne zocken. So, dann gab es das, ich sag mal, eins der Wunschdinger, die wirklich announced wurden bei Ubisoft, Beyond Good and Evil 2 wurde announced. Ich glaube, da freuen wir uns alle in Ast. Also wer Teil 1 nicht kennt, nachholen, das ist Games-Geschichte. Das muss man kennen, auch wenn es damals keine Sau gekauft hat. Ich kann nur sagen, das Ding ist Pflicht. Also ich habe die HD-Version, ist da nicht irgendwas im Arsch bei der HD-Version? Ich glaube, irgendwie war wieder was, da haben sie irgendwie Mist gebaut, glaube ich, was du auch im Ohr hast. Ich glaube, da war irgendwas, ja. Ja, auf jeden Fall, ich hab's gezockt und dachte mir, boah, ist das kacke. Ja, ich schwör's dir, irgendwie zockt dich Beyond Good and Evil, ne? Glaube ich sogar das. Mit dem Schwein, oder nicht? Ja, ja, genau. Ja, und irgendwie war ich am Anfang und dachte mir, Alter, ist das kacke.
Keine Ahnung warum. Ja, also falls ihr die HD-Version habt, die ich nicht meinen eigenen nenne und wo auch ganz froh bin scheinbar, schreibt das mal in die Kommentare, ob die wirklich auch so totaler Bullshit ist, weil das interessiert mich mal, weil... Ja, und dann gab es nur noch, wie gesagt, 30 Minuten Assassin's Creed Origins, da war ich aber schon im Koma, also das habe ich schon nicht mehr mitgekriegt. Aber wie gesagt, es ist ein AC, es fühlt sich an wie AC und es ist auch kein schlechtes Game, nein. Das kann man jetzt, glaube ich, schon sagen. Ja, auf jeden Fall schon vorbestellt, die Collector's Edition. ja, auch hier ist sehr überschaubar, wie schon gesagt, South Park werde ich mir zulegen, klar. Alles andere, glaube ich, war hauptsächlich 2018. Das brauche ich auch nicht irgendwie. Ja, wie schon Mario Rabbids warte ich ab, was die Ersten sagen, bevor ich mir das hole. Mhm. Ja, und das war dann auch Ubisoft. Und vielleicht, genau. Du hast ja gesagt im Vorfeld schon, vielleicht haben jetzt schon Leute gesagt, Ubisoft hat die Pressekonferenzen gewonnen. Gut, ist auch nicht im Augenblick schwer. Nö. Und ich kann es vorwegnehmen, wir kriegen ja jetzt noch eine und ich kann sagen, es ist nicht schwer. Die ist echt kurz gewesen sogar. Ja. Halbe Stunde. Das ist ein Witz, ne? Das ist ein Witz. Hammer, ne? Das ist, wenn ihr vorstellt, Bethesda ultra kurz, dann das hier. Also, allein wenn wir das zusammentragen, ich glaube, letztes Jahr würde ich sagen, alle Pressekonferenzen zusammen waren doppelt so lang. Ja, kann halt sein, dass irgendwie Xbox und PlayStation irgendwie am längsten hatten. Ja, gut, das machen sie ja meistens. Aber selbst die waren kürzer als uns. Ja, keine Ahnung. Also, ja, gut. Genau. Ja, dann würde ich sagen, das war Ubisoft. Jetzt könnt ihr euch denken, jetzt kommt Nintendo! Machen wir gleich. Hi. Bis gleich. Tschüss.